Ja, heute der erste Tag. Ich freue mich riesig, jetzt, dass es wieder endlich mal wieder losgeht, dass wir wieder Fußball spielen können, dass wir fast die Mannschaft zusammen haben, wenn man schon die Zahl sieht, die wir schon hier präsentiert haben heute. Ja, wir werden heute oder wir werden jetzt in der Vorbereitung etwas länger gestalten als wie üblich, wegen der Corona-Zeit sozusagen. Ist für alle nicht einfach, aber wir werden da versuchen, auch, dass wir verletzungsfrei in der Vorbereitung bleiben. Ja, zu den letzten beiden Zugängen, zu den Erat und den Leo, haben wir natürlich freuen uns, dass das auch jetzt geklappt hat, dass sie auch von Anfang an dabei sein können. Das ist auch wichtig für uns und auch für die Jungs auch, dass sie so schnell wie möglich in der Mannschaft reinkommen und die sich da integrieren.